Lesen zu können war im Mittelalter eine seltene Fähigkeit. Also so ähnlich wie bei mir. Wir sind wieder da. Ich hab die ganze Scheiße, die ich jetzt machen werde, zwar schon mal gemacht, aber ich habe vergessen, Aufnahme zu drücken. Ah! So, was ist das hier für einer? Milan, gleich mal umhauen. Na, so helft mir doch! Oh, shit. Oh, die Hände, Alter. Jetzt kann ich nicht mal hinterher rennen, weil ich eine beklaut habe vorher. Alter, komm her, du Spast. Pferd. Weil ich eine beklaut habe, kann ich nicht mal hinterher rennen, weil ich überladen bin. Okay, ich bin ein wagemutiger Schelm. Haha. Damit haben sie nicht gerechnet. Die Frage ist, soll ich jetzt zum Badehaus gehen und meine Friese fresh machen? Die Leute haben in den Kommentaren nämlich vorgeschlagen, wie ich sie denn machen soll. Aber was soll's. Wir verkaufen erstmal unseren ganzen alten Schrott. Aber vorher, Moment. Wir nutzen jetzt mal das Rüstungsset. Und, nee, warte mal. Nutzen wir nicht, weil wir gleich was machen werden. Das viel cooler ist, als das Rüstungsset aufzubrauchen. Ja. Lass mal schauen. Das ganze geklaute Zeug ist beim Pferd im... Ich nenne es jetzt mal Inventar. Das kriegt natürlich jetzt der Müller verkauft. Halt! Schönen Tag. Ja, schönen Tag. Ich habe hier... Ich habe ein bisschen alten Krempel, den ich dir verkaufen will. Verkaufen. So. Waffen behalten, behalten, alles... Den Dolch behalte ich auch. Die Axt kannst du haben. Rüstung. Die ist sogar besser als das, was ich trage. Und ich trage nämlich aktuell gar nichts. Also behalte ich die. Weg, weg. Weg, weg. Ich schaue nach unten. Unten, ob da irgendwie was noch besseren Rüstungswert vielleicht haben könnte als irgendwas, was ich trage. Aber... Hat's glaube ich nicht. Außer eben dieses eine Teil, was ich tatsächlich gar nicht trage. Und er bekommt alle verderblichen Lebensmittel noch. Billigen Wein brauchen wir auch nicht, der ist nichts wirklich wert. Unglückswürfel kann er eigentlich haben, weil hier steht, den man am besten so weit wie möglich wegwirft. Den lohnt sich glaube ich nicht aufzuheben. Den Schrumpfwürfel hingegen behalte ich. So. Warenkorb prüfen. Feilschen. Lass uns über den Preis sprechen. Klar, warum nicht? Und danach sollten wir uns schleunigst aus Ratai verpissen. Sind wir uns einig? Nachdem wir da erfolglos diesen Typen darauf würde ich fast einschlagen ausnocken wollten. Na? Das ist... Ah! Du blöder Penner! Den kann ich nicht umhauen. Nimm jetzt gefälligst meinen behinderten Scheißkrempel. Warte mal, ich ziehe vorher noch dieses eine Teil an. Nimm jetzt meinen geklauten Müll, den ich aus irgendwelchen Drecklöchern rausgegraben habe und gib mir dein ganzes Geld dafür. Du Spast. Finde ich eigentlich das komplett in Rot fast besser, ne? Und wirklich schlechter ist der auch nicht. Dann machen wir es so. Dann sind wir der rote Baron. Der rote Husar. Der rote Pirat. Wie viele rote Leute gibt es eigentlich? Ich weiß gar nicht, wer ist der rote Husar? Ich habe hier klar. Dinge, die ihren Besitzern rote Husaren, die reiten, sehen, reiten, reiten niemals Schritt. Oder? Waren das rote Husaren? Ich glaube schon. Also gibt noch eine andere Version natürlich, aber ich meine die. Dann gab es nämlich den roten Pirat von 3 Fragezeichen. Also so eine Folge 3 Fragezeichen. Und natürlich den roten Baron. Kennt man sowieso eh klar. Na, weiß ist, keine Ahnung. Ich kann gerade den Text nicht vom roten, ach, weißt du was, komm, ohne Falschen jetzt, reiß die Wand an, vom roten Baron, roten Husar. So, wir verpissen uns schnell nach Talmberg, weil es das ist, was ich in der alten, im alten, nicht aufgenommenen Teil quasi gemacht habe. Waldwiese? Nö, Tallenberg.
So, ich hoffe, die haut jetzt hin hier, die Schnellreise. Vielleicht begegnen wir da wieder irgendwelchen polnischen Wegelagerern, also laut Valentin quasi Jeremy Fragrance. Aber es schaut ganz gut aus. So, auf geht's. Ihr werdet nämlich gleich sehen, warum ich hierhin zurückkehren will. Pass auf, wo du hinreitest, Flegel. Nämlich um diesen Typen fast umzubringen. Aber warum? Wie hieß der Typ? Bruder, irgendwas? Ne, Bruder war der Händler. Wächter Radim, genau, ich dachte Radim. Egal. Wir rennen hier mal durch. Was ist das eigentlich für ein alter Typ? Wir schauen dem mal beim Holzhacken zu. Der wird sicher gleich einen Finger abhacken, so wie er das. Ups, so wie er das macht. Nicht schlecht. Bin mal gespannt, ob jetzt noch mehr Brennholz spawnt oder es einfach irgendwie wieder verschwindet. Das wäre ja, oh, krass. Es ist weniger hier drin und mehr hier. Jetzt sammelt er das bestimmt ein. Ich wollte nämlich gerade sagen, das wäre ja mal cool, wenn das in so Spielen wirklich so wäre, dass der halt sagt, okay, ich mache das jetzt alles wirklich realistisch. Also so ähnlich wie da, nur halt nicht, dass es alles so aufploppt, sondern dass es wirklich alles reinlegt und dann sagt, okay, jetzt bin ich fertig mit der Arbeit, jetzt gehe ich wieder zurück und wie auch immer. Also so wirklich so einen festen Tagesablauf, mit dem ja in manchen Spielen auch immer geworben wird, aber so wirklich habe ich es nicht gesehen. Was zum... Warte, was? Ich will mit dir reden. Wer jetzt? Du? Du bist der junge Bursche, der hier halbtot aus Garlitz ankam, nicht wahr? Ja. Genau der. Wieso fragst du? Die Burgherrin hat nach dir gefragt. Sie will dich sprechen. Ah, geil. Ich werde gleich zu ihr gehen. Danke. Tu das. Lass sie nicht warten. Lebe wohl. Okay. Dann gehen wir nochmal zu dem alten Sack hier. Der hat bestimmt auch was zu sagen. Guten Tag. Nachdem er uns gerettet hat und wir uns nicht mehr 8 Trophäen übergeben. Ich habe Trophäen. Zeig her. Nachdem er uns gerettet hat und wir uns so nicht mehr viele. Haben blicken lassen. Junge, du wütest, als wärst du Gottes Vollstrecker. Wow, 1 oder was? Aber was kann er uns beibringen? Übung, Schwert, Streitkolben, Verteidigung. Da werden wir alles mal machen, würde ich Kannst sagen. Kannst du mir zeigen? Selbstverständlich. Ja, genau. Ich möchte... Willst du nicht... Okay, können wir anscheinend noch nicht. Dann Streitkolben. Selbstverständlich. Anfänger. Ich möchte... Gut. Ja. Als... Palmer natürlich. Ich habe keinen Bock, wirklich wegen so Pfennigfuchser-mäßig wegen jedem Scheißbetrag zu falschen, aber das habe ich ja, glaube ich, schon mal gerne anklingen lassen. Na ja, ich das können wir auch noch nicht. Zuerst, okay, und Streitkolben können wir, glaube ich, auch noch nicht, weil wir ja eigentlich gar keinen benutzen. Okay, immerhin 1 konnten wir lernen bei ihm. Wer ist das? Vor allem, warum haben die eigentlich so eine Art Armee, sage ich jetzt mal, also Wächter, aber die haben alle andere Klamotten an. Oder Kleid oder Ausrüstung oder was auch immer. So, was ist das hier für ein Hippie-Verein, weißt du? Das ist ja... Das ist so ein paar Söldner angeheuert aus verschiedenen... Weiß ich nicht. Na egal, wir gehen nur hoch zur Herrin. Also ich meine zu wissen, wo die sein könnte. Und zwar hier drin. Drin ist ja schon mal nicht, aber ich habe gerade irgendwas gehört. Aber außerdem sehe ich hier eine Truhe, die mir zu schwer ist zum Knacken. Schade. Ansonsten gibt es hier noch eine Truhe, die mir nicht zu schwer ist zum Knacken. Vielleicht ist da ja die Herrin drin. Ja. Eigentlich ist das ein bisschen alte Schulterplatten. Geil. Alles stehlen. Endlich kann ich mich hier krass herrichten. Jedenfalls finde ich es ja ein bisschen cringe, dass ich einfach alles klaue. Also es ist halt Roleplay-mäßig überhaupt nicht angemessen, aber gleichzeitig ist es mir scheißegal irgendwie, weil ich... Oh, krass, eine Fackel. Die kann man gebrauchen. Also scheißegal nicht, aber ich finde es halt cool,
Weil ich dadurch dann reich und mächtig werde. Oh, ein Privatgemach. Schlafen und speichern könnte ich hier. Schwer? Die kriege ich sogar schon auf. Krass, also theoretisch kriege ich sie auf. Mal schauen. Man sieht es ja hier, wie krass mein Skill ist. Oh. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Nix, ja, hier ist niemand. Lalala. Wir machen hier einfach mal die Tür zu. Und hier machen wir auch die Tür zu. Huiuiui. Ist das spannend. Sehr schwer, die kriegt man nicht auf, ne? Wie die andere sehr schwere auch nicht. Dafür fehlt uns der nominelle Skill. Hierfür fehlt uns scheinbar der reelle Skill. Nee, haut hin. Stehlen. Wir nehmen alles mit. Ist da jemand? Ja, nee, hier ist niemand. Lalala, hallo. Lalala, nehmen alles mit. Ich hab Hunger, also nehme ich mir alles vom Buffet. Oh, hier sind die Herren. Oder die Herrin vor allem, die ich eigentlich suche. Und, betet anscheinend. Was sind wir schon wirklich für Assis, Alter? Wir gehen hier hin, rauben hier die betenden Leute aus. Hier sieht man nicht so viel. Machen wir mal die Fackel an. Ach ja, das habe ich, glaube ich, in der letzten Aufnahme, die keine Aufnahme war, auch erwähnt, dass es total seltsam ist, dass man, wenn man kniet oder halt wenn man schleicht, keine Fackel in der Hand hat, aber trotzdem natürlich illuminiert wird davon. Aber hier geht es ganz schön tief runter. Ich muss nämlich die ganzen Rüstungsbestände dieses Ortes hier plündern. Also es ist halt schlecht animiert oder nicht animiert in dem Sinne, dass er halt die Fackel trägt, weil er ja keine trägt. Was vielleicht auch daran liegt, dass man normalerweise keine Fackel tragen sollte, wenn man irgendwie schleicht. Aber hier ist auch nichts zu klauen, geil. Weil man ja damit extrem auffällig wäre, aber was soll's. Wir klauen einfach weiter. Wir klauen einfach weiter. Schlechte Laune hat hier keine. Auch die ohne. Oh, leider, der Schatten von der Leiter ist auch extrem realistisch. Auch die ohne Führerschein ziehen sich ihre Bierchen rein. Lalala, lalala, lalala. Wir hätten mal schneller. Du hast hier nichts zu suchen. Doch, ich hab was zu suchen. Rüstung will ich klauen. Hey. Okay, jetzt muss ich das probieren, was ich in der letzten Folge auch probiert habe. Komm schon. Ah, shit. Da. Ah! Mehr hast du nicht drauf? Nö. Wir probieren es einfach nochmal. Ich schlachte dich ab. Mal schauen, ob es geht. Ah, shit. Ah! Ah! Oh, verfickte Scheiße! Ich blute sogar, warte mal, schnell. Alter. Lol, jetzt sieht er mich nicht mal mehr. Okay, schnell, sonstiges, warte mal. Ich kann das mir jetzt nicht erlauben mit dem ganzen Zeug, das ich hier hab. Aufzugeben quasi. Die ganzen. Ja, keine Ahnung. Friss deine geschmolzene Scheiße! Ich muss den Typen jetzt töten, es geht nicht anders. Weil ich kann es nicht erlauben, mir meine Besitztümer klauen zu lassen. Vielleicht verrecke ich auch bei dem Versuch, aber es ist mir egal. Alter, der macht mich platt. Ah, das sind schon zwei. Ich sehe nicht mal mehr was, jetzt verpisst euch. Verfickte Scheiße. Alter, ich krieg hier wohl auf die Fresse. Kann ich nicht eine Granate schmeißen oder so? Nee, ne? Alter, perfekte Scheiße. Wieder was sowas von erfolglos. Egal, was gab's wenigstens ein bisschen Action. Das hat auch vorhin eh gespeichert, oder? Es wäre nämlich sehr cool, wenn ich hier die ganzen Rüstkammern ausräumen könnte. Dann hätte ich krasse Rüstung. Warum habe ich jetzt den Typen nicht umhauen können?
Toll wieder. In der letzten Aufnahme hat es geklappt. Ja, da haben wir es wieder. Egal. Dann gehen wir halt einfach mal hier rein. So. Stehlen. Nehmen wir die ganzen. Alter, da war ja richtig viel drin. Ich habe gedacht, da wären einfach nur Pfeile drin. Aber ist mir egal, wir nehmen alles mit. Oh, das haben wir anscheinend schon mal ausgeräumt. Hier, anscheinend auch. Ah! Sehr schwer, das schaffen wir nicht. Schwer schaffen wir. Das ist das Ding, man macht halt Geräusche, wenn man ein Schloss knackt. Vor allem, wenn man so schlecht dabei ist wie ich. Aber das war... Hier läuft ja niemand rum. Was zur Hölle war das? Es ist auch nur der Köter. Wir bleiben jetzt einfach mal hier und verstecken uns. Nicht bewegen. Unsere Rüstung klappert sonst zu arg. Ich muss näher ans Mikrofon, wenn ich flüstere. Ja, das ist der Wind. Okay, ich höre anhand des Stern-Sounds, dass er gegangen ist. Oh, ein Dornenknüppel. Das kann ich alles gebrauchen. Sehr gut. Das kann ich. Wann ist die Sinn? Ich glaube, wir haben hier unten alles. So, schnell verpissen. Ja, ich kann jetzt wieder normal reden, denke ich. Erstmal einen Gehörsturz verursacht. Bei allen Zuhörern. So. Stehlen. Weil wir nehmen den nächsten einen Streitkolben, einfach weil ich es cool finde. Oh, wieder ein Schloss knacken. Unauffällig. Was plätschert denn hier so? Wir nehmen direkt alles mit. Großvaters altes Schwert. Das klingt irgendwie pervers. Oder liegt es an mir? Oh shit. Oh, schon wieder! Verpiss dich, du blöder Hurensohn! Ja, weil ich's knacken will, um dich auszurauben. Du wirst fick dich. Sich nicht lohnen. Doch, es lohnt sich. Ja, okay, bisher hat sich's nicht gelohnt. Alter, 750. Du machst einen großen Fehler. Ja, okay. Aber das wird dir. Das hätte ich nicht machen sollen. Wir probieren es einfach nochmal. So, komm her. Nein, er steckt's weg, scheiße. Ich schlachte dich ab. Du schlachtest mich ab, ja? Du willst mich abschlachten. Dann so. Musst du jetzt weinen. Ich weiß nicht, wie die Steuerung geht, also. Sind diese Wachen überhaupt zu stark? Oder bin ich zu schwach? Ich muss wieder nur stechen. Hauen und stechen. Wir wollen hauen. Schießen, stechen. Nee, keine Ahnung, was wir wollen. Okay. Kämpfe sind zu hart. Kurva, ja, genau. Ich werde hier gerade von einem Bah! Von rausgekickt aus der Tür. Ein polnischer LKW-Fahrer macht mich hier platt. Alter, er ist einfach viel zu krass. Junge, warum ist der Typ so brutal? Ich mach dich kalt. Ja, ich merk's. Alter. Wer? Piss dich. Gut getroffen. Ja, wer? Ich oder du? Komm her, du Weichei. Alter, machen wir jetzt ein Bogenduell, weil du hier hinten nicht hinkommst, oder was? Nein! Warte, was ist? Ich bin mit dem Bogen so ultra schlecht. Alter, mal kommt, jetzt kommt der Scheiß her. Was ist das für ein autistischer Kampf? Verrückt. Aufhören. Sofort. Wer jetzt? Okay, jetzt soll der aufgeben. Ja, ist gut. Ihr habt doch schon aufgegeben, oder nicht? Nee, ich bin zu dumm zum Aufgeben. Oh, ich krieg die Krise, Alter.
Hey, einen Versuch machen wir noch. Ne, wir machen nicht noch einen Versuch. Wir gehen... Alter, warum ist das schon... Ich hasse es! Wir gehen zur Herrin. Jetzt leckt mich alle am Arsch. Der Traum vom schnellen Geld ist damit geplatzt. Ich wurde den Gaul gerufen, der nicht mal beikommt. Da hinten kommt er. Ich hasse es, Alter. Das Handy ist immer zu den unpassendsten Gelegenheiten laut und zu den unpassendsten stumm, ja. Das geht mir so auf den Sack. Leute sollen aufhören, mich zu belästigen mit ihrem unwichtigen Scheiß. Nur noch Gaming ist wichtig. Nein, Gaming ist auch nicht wichtig. Es ist einfach nur nervig alles. Das geht mir auf den Sack. Komm. Wenn, jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt raube ich den ihren Drecksladen wieder aus. Ich hab irgendwie... Ich bin Kleptomane, ich weiß auch nicht. Es geht einfach nicht anders. Mein inneres Ich, ja. Also, wäre ja auch schlimm, wenn was anderes in mir wäre, als nur ich selbst. Zwingt mich dazu. Es fühlt sich magisch von so tun und so angezogen. Es ist wie so ein Unfall, du kannst nicht wegschauen. Ist einfach nicht möglich, hier nicht zu klauen. Vor allem, weil es hier ja wieder leichter geht. Wo bin ich denn vorhin erwischt worden? Auf diesem Wehrgang? Ja klar, ist ja auch komplett dumm, weil da ja die ganze Zeit Wachen rumlaufen. Aber hier kann ich gleich doch ruhigen Gewissens die Bude ausräumen. Und dann habe ich richtig krasse Ausrüstung und dann kriegen die Wachen auf den Sack, ja. Weil mit meinem grünen Filzhut, da können die mir gar nichts. Oder was auch immer das für ein Hut war, den ich gerade hier aufgenommen habe. So, naja, egal. Hier ist die Chefin, die Herrin. Sehr schwer, gut, die Tour kriege ich eh nicht auf. Dann reden wir mal mit der alten Fotz. Der Herr schütze dich. Was benötigst du? Ich hörte, du willst mich sprechen, Herrin. Das stimmt. Du musst mir bei etwas helfen. Was kann ich tun? Meine Base, die junge Sophie, wird bald heiraten. Für sie beginnt ein neues Leben und ich will, dass sie einen herrlichen Tag hat. Ich brauche ein paar Geschenke für sie und du wirst sie für mich beschaffen. Herrin, aber warum ich? Ich würde ja den Kämmerer damit betrauen, aber er besitzt keinen Funken Geschmack. Ausgeschlossen. Und es heißt, dass du dich jeder Herausforderung stellst. Ist es nicht so? Frauen mit dem Namen Sophie befolgen mich. Es wäre mir eine Ehre, Herrin. Hole folgende Dinge für mich ab. Ein Diadem aus Sasau, erlesenen Wein von einem Händler in Ratai und ein Pferd aus den Uschitzer Ställen. Wo genau soll ich den Wein abholen? Bei Konrad Hagen in Ratai. Er ist der Einzige in der ganzen Region, der einen wirklich guten Tropfen beschaffen kann. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Hier, bitte. Das sollte ausreichen. Genau, gib mal Geld her. Boah, 125 für einen Wein, ey. Vor allem, das ist nicht ausgegraut. Das kann ich jetzt einfach nochmal machen. Wo genau soll ich den Wein abholen? Bei Konrad. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Okay. Und was ist mit dem Diadem? Ich habe es in Sasau in Auftrag gegeben. Da war mir ja gleich ganz schön rumkommen. Aber nun hat man mir geschrieben, dass es länger dauert. Wie stellen die sich das vor? Die Hochzeit steht bevor und ich brauche das Diadem. Besuche Meister Jerome von Schlesien und hol es ab. Ach ja, genau, Meister Jerome von Schlesien. Was ja wieder sehr passend ist, zumindest nach der Vertreibung, als in Schlesien an Polen angesiedelt wurden, dass der Typ Jerome heißt. Du sagtest, ein Pferd aus Uschitze? Richtig, ein wundervolles Tier. Warte nur, bis du es siehst. Dietrich okay, wollte es selbst herreiten. Aber er wird sich noch das Genick brechen, wenn ich reiten. Das zulasse. Du hingegen, so jung und voller Kraft. Wer zum Fick ist Dietrich? Wein, ein Pferd und ein Diadem. Das schaffe ich. Hab Dank, Heinrich. Uschitze müssen wir sowieso zum ich Schreiben wünschte, lernen, ich könnte lesen lernen. Mir genauso vertrauen. Alles Gute. Naja, genau, du kannst mir sehr vertrauen, denn ich habe nicht gerade deine ganze Burg ausgeraubt. So, apropos Burg ausgeraubt, wir rüsten uns jetzt erstmal mit dem Zeug, das wir geklaut haben, aus. Rüstung. So.
Alte Schulterplatten sind auf jeden Fall schon mal besser. Dann ist eigentlich wenig, was wirklich besser ist. Doch, kurze Brigantinenbeinlinge. Wir tragen ja vorher noch keine Beinpanzerung. Ziehen wir die doch einfach an. Alte Stiefel, nö. Müll. Müll. In den Müll. Ja, das Turnier geht mir auch richtig auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das halt immer wiederkehrt. Das heißt irgendwie, man kann das bestimmt mal gewinnen. Ich weiß nicht, ob es dann immer noch wiederkehrt, diese Quest. Gerber Brader. Ach, wir können leveln. Sehr gut. Wir gehen auf... Verschifft nach dem Kerkerbürger. Erste Hilfe 2, das ist gut. Das mache ich. Für Dialoge sehr nützlich. Da machen wir... Eng umschlossen, das klingt sehr gut. Deine Ausdauerregeneration ist im Kampf nicht verlangsamt. Selbst beim nicht beim Ausholen mit der Waffe. Ein sehr nützlicher Skill, okay. Ansonsten haben wir nichts mehr, was wir da skillen können. Aber wir haben, genau, ich wollte noch hier drauf gehen. Rüstungsset und meine Sachen reparieren. Okay, perfekt. Dann ist das alles wieder einigermaßen picobello. Dorfbewohnerin. Wächter. Wir gehen nochmal in unsere alte Kammer. Und rauben einfach die aus. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Wenn da draußen der Wächter steht. Und hier. Was tue ich denn, hä? Was willst du? Was, hä? Komm mir nicht blöd, oder? Hau ab, bevor ich dich auswerfen lasse. Okay, probier's. Aha. Oh shit, ich hab's schon wieder nicht geschafft. Ach, fick doch die Henne, ich verpiss mich jetzt. Hilfe! Du kannst dich nicht verstecken. Ah? Tu doch was, mein Gott! Da drüben! Au, voll in die Fresse. Jetzt schärfe ich ihn aber, diesen blöden Penner. Und er hat die Waffe schon gezückt. Alter, was, der haut da voll auf mich ein? Alter! Der zertrümmert mich komplett. Ich krieg die Krise, ich soll dir aufhören mit diesen dummen... Oh, fick dich doch! Fick dich, Alter! Mit diesen behinderten Manövern, die ich hier ständig mache. Geht mir so auf den Sack. Aber ich muss aufnehmen. Ah! Aber was soll's, es reicht. Es ist ungefähr eine halbe Stunde. Gute Nacht.